So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder vor Thomas' Kabine. Das ist nämlich ein interessanter Bereich und da... Ah ja, hier, Pläne. Da werden wir wieder was entdecken. Okay. Neues Rätsel verfügbar. Jupp, gibt es hier noch was Wichtiges? Ja, doch, tatsächlich. Okay, dann schauen wir mal. Briefe. Aha. Die hatten wir nicht gefunden, oder? Lieber Thomas, ich hoffe, du bist wohlauf. Wie geht es meinem alten Schiff? An manchen Tagen fühlt es sich an, als wäre es seit Wochen fort. An anderen, als wären es Jahre. Weißt du noch, was ich dir beigebracht habe? Wissen ist die halbe Arbeit. Du musst die Motoren und ihre Klänge spüren, um sie wirklich zu kennen. Hier gibt es eine freundliche Dame, die vorbeikommt und mir Frühstück und Abendbrot bringt. Ich habe ihren Namen vergessen. Ich glaube, sie hat mir Tee gemacht. Sieh ins Herz. Noch, was ich dir beigebracht habe, dann ist alles gut. Du wirst mal ein guter Ingenieur, mein Junge. Beste Grüße, Demeswar. Ist das dein alter Mentor? Nee, ne? Wirre Briefe. Okay, wir finden hier immer noch was. Ah, hier. Stapel Fotos. Das ist der be bestimmt, oder? Naheliegend. Okay. Noch Apples? Nee, das war's. Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt in Eriks Büro und schauen mal, was da so wichtig ist. Was finden wir hier? Was finden wir hier? Was wird hier versteckelt? Das war, glaube ich, im Erdgeschoss, ne? Das Krankenzimmer? Oh, nice. Wir müssen hier... Ne, warte mal, das ist hier. Hier ist das Krankenzimmer. Aber warum müssen wir hier hin? Vielleicht kommen wir über ein Krankenzimmer da rein. Kann ja sein, oder? Weil hier... Warte. Moment. Kommen wir da noch mal rüber? Nee. Ich hätte ja ein bisschen Schiss, dass hier irgend so ein Vieh vorbeikommt. Irgendwas Riesiges, irgendwie so. Ja, ein Riesenhai oder so. Oder Megadolon. Was? Der lebt noch? Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. So. Dann latschen wir jetzt mal zum Zimmer der Kranken. Psch, 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 psch.
so. Es war doch hier unten, oder? Hier irgendwo. Nee, warte mal. Wo war denn das nochmal? Hauptraum. Ja, doch. Ha. Hier. Und das können wir jetzt aufsperren. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt da finden. Wie viel Schlüssel wir einfach noch brauchen. Boah. Das ist ja ein Miniraum. Mal schauen, was wir hier finden. Wir hätten da rübersteigen können, also ganz ehrlich, gell? Also jetzt einen Schlüssel hätten wir jetzt nicht wirklich gebraucht. Ja, okay, vielleicht ist sein Anzug so krass schwer. Sonst würden wir ja hier rumschweben, ne? Was ist denn hier so? The Changing... Irgendwas. 1903. Aha. Aha. Hm. 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 Ein Buch. Finden ein mickriges Buch. Ist das euer Ernst? Kann man aber was lesen? Ausgabeprotokoll. Ort SS Thalassa. Verordneter Arzt. Dr. R.C. Fanscha. Verschrieben wegen Melancholie. Juni 20. Kappa Fischer. H. Unleserlich. Vielleicht die Pillen? Hans oder Eric? Wer hat die Pillen genommen? Rezeptblock. Mit Hans stimmt was nicht. Laut Kadri verhielt sich Hans nicht wie er selbst. Was war mit Hans los? In einem Interview mit Kadri spricht er über seine Sorgen wegen Hans. Kadri erwähnt Pillen, verrät aber nicht mehr, als Jesse nachfragt. Grund für Besorgnis? Ja, ich schätze mal Rezeptblock. Grund für Besorgnis. Heroinflasche? Ah. Echt? Wird es dagegen verschrieben? Weiß nicht, kenne mich nicht aus. Seit dem 20. Juni bekam Hans Heroin auf Rezept gegen Melancholie. Okay. Kadri machte sich Sorgen um ihn. Da kriegt man Heroin. Verschließt. Aber ich dachte, er hat Pillen bekommen. Oder sind daraus Pillen? Oder kann man daraus Pillen herstellen? Seit 20. Juni bekam Hans Heroin gegen Melancholie auf Rezept. Kadri machte sich Sorgen um ihn. Was war der Grund für seine Melancholie? Did you want something else, Captain? A what? Oh, no. No, thank you. None of our business. The captain wasn't quite right to train. Really? Clearly Hans was disturbed. But by what? Okay, jetzt müssen wir da hinten hin. Hier zurück, bla bla. Boah. Es ist jo ganz weit weg. Mal gucken, ob ich hier richtig bin. Upsi. Hier hatten die Techtelmechtel. Hier muss ich rein.
Eieiei. Okay, da hinten hin. Sorry, dass ich dauernd gucke. Muss ich jetzt da hoch oder hier lang? Aber da ist doch diese Treppe, da muss ich doch nach oben. Sehen wir gleich. Sehen wir gleich. Wir müssen bestimmt nach oben. Oh, es klingelt an der Tür. Moment. Okay, 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 okay. Das sind wir wieder. Wo wollten wir hin? Ich hab's schon wieder vergessen. Okay. Da müssen wir jetzt hoch. So müssen wir jetzt hoch. Mal gucken, was da ist. So. Müssen wir doch nicht hoch. Wir müssen hier unten schauen. Oh. Okay. Da finden wir jetzt bestimmt die Heroinflasche. Oder auch nicht. Cheris. Why would he pilfer this? So. Und du? Wir müssen immer noch dahin. Wie komme ich dahin? Komm ich da jetzt hin? Erstmal hoch. Nee, da oben war ja nichts. Da oben komme ich da nicht hin. Wenn ich da oben langlatsch, da geht's ja nicht weiter. War ja versperrt. Wie komme ich da nochmal hin? Hab's gefunden. 5000 Jahre später. So. Ja, das ist... Oh, jetzt kommen wir... Oh, geil. Jetzt kommen wir in den Garten. Oh, cool. Da freue ich mich. Ein komplettes Deck. Oh Mann. Wir spielen jetzt. Wir spielen jetzt ein Deck frei. Cool. Dum,
Dum-dum! Ah, oh, wow! Are you sure you're feeling all right? There are no other ships up here. Don't go losing it now. Vielleicht sind wir das? Und wir sehen uns selbst in der Zukunft? Ja, okay. Das ist echt nur eine Illusion. Okay, ich bleib erstmal hier unten und schau mal, was hier so abgeht. Kann man hier rein? Nö, schade. Was haben wir denn alles jetzt freigespielt? Noch nix. Aber ja, werden wir jetzt noch machen. Boah. Von hier oben schaut das alles so cool aus. Also es ist natürlich eine Tragödie, aber trotzdem schaut es cool aus. Kann man hier vorbei? Geht nicht. Als ob. Na gut. Dann bleibt uns nur ein... Bleibt uns nur ein Weg über. Ist der immer noch da? Da ist Licht. Oder ist es nur so eine Fata Morgana? So. Hier ist offen. Warte mal, hier ein Ausblick. Boah, schön. Voll schön. Oh. Hier finden wir bestimmt sehr viel über Hans heraus. Wir sind nämlich an seinem Arbeitsplatz. Boah, okay. Erstmal hier klarkommen. Oh. Das wird jetzt interessant. Ich spüre es. Also es ist schon die ganze Zeit interessant, aber jetzt wird es, glaube ich, richtig interessant. 3. Juli, 14 Uhr, wir sind ausgeliefert. Über uns. Oh. Spaß, ja. Bordbuch des Kapitäns. Das ist aber kein Hinweis. Könnte man einfach nur anschauen. Brumm, brumm! Steuerbackbord! Auf volle Kraft voraus! Ja, keine Ahnung. Erinnert mich voll an die Zitate. Der Film. Full Half. Full Half. Slow. Head Slow. Was ist das? BY. Bayern. Stop. With Engine. Dead Slow. Slow. Half Full. Ein Rätsel kann gelöst werden. So. Alarm. Na gut. Ist hier noch was? Oh, Karten. St. Catherine. 7-Day Journey. 3.7. Stillstand. Kann ich nochmal schauen? 3.7. um 3:01 Uhr? Kurz vorm Ziel. Ah ne, das ist unten drunter. Oben, 3.7. Complete Stop. Oh Mann.
Nachrichtensystem braucht Messer. Ich kann erst weg hier, wenn ich mehr weiß. Es muss noch mehr Hinweise geben. Ja, ja, ja. Sind ja erst gekommen. Ringordner. Was steht denn hier so drin? Hm? Oh. Betrag $100. Zahlbar an Cherry's Panas. Summe von $100. Datum 1. Januar 1901. Nummer 30071. Kommt uns bekannt vor, oder? Zurück an Sender. Empfängerin verstorben. Unser Beileid. Achso, Alex ist gestorben. Deswegen zurück. What? How does he have this? Na gut, dann lösen wir mal ein Rätsel. Zwei können wir lösen. Mit Hans stimmt was nicht, Teil 2. Hans nahm Medikamente, Kadri machte sich Sorgen, was war mit ihm los? Seit dem 20. Juni bekam Hans Heroin auf Rezept, Kadri machte sich Sorgen um ihn. Seltsames Verhalten. Vielleicht aufgebracht wegen Liebschaft? Seltsames Verhalten. Hinweis darauf, was ihn belastete. Hans verhielt sich seltsam. Es hatte irgendwas mit Alex zu tun. Hm. Sagt sie da nichts? Nee. Sagt da nichts zu. Ausgeliefert. Was meinte Hans mit ausgeliefert? Was war los? Ein Bordbuch gefunden bei der Brücke. 3. Juli, 14 Uhr, wir sind ausgeliefert. Blabla über uns. Was war die Bedrohung? Was war die Bedrohung? Plötzliche Sturmfront. Ursache für Verwundbarkeit. Hans ging es nicht gut vielleicht? Stützende Beweise? Raten des Kapitäns. Nee, okay. Eine plötzliche Sturmfront war im Anmarsch und die Motoren waren komplett ausgefallen. Das unbekannte mechanische Problem führte schließlich zum Motorausfall, als sie versuchten, mit voller Geschwindigkeit zu fahren. Sie waren manövrierunfähig und die Sturmfront rückte näher. The last thing to try then. All right, but I doubt it's this. Yeah, I know. Could you hand me the wrench? Thanks. Nothing. What do we do? That storm will be on top of us soon. If it's not here, then... I'll get my other schematics. And I'll get us some more coffee. Yeah, good idea.